Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube und herzlich willkommen zum zweiten Match des heutigen Local Streams. Mit mir sitzt Pascal. Schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Freue mich auch. Ja, und ich bin wie immer Christian. Man kennt mich. Der Originale. Ja. Wir spielen jetzt eine Runde Yu-Gi-Oh! Surprise! Und wir würfeln erstmal. Hoch entscheidet. Okay. Aber vorher eine Ankündigung. Falls auch ihr mitmachen wollt, Tickets könnt ihr kaufen auf trader-online.de. Dann geht ihr auf Events und wenn ihr mein Gesicht seht, dann seid ihr schon fast richtig. Für den 10er seid ihr dabei, jeden Dienstag hier um 19 Uhr in Regen. Ja, du hast eine 5 gewürfelt. Ja. Oh, High Roll wahrscheinlich wie immer. Ja, wie immer. Auch eine 5. Dann machen wir unentschieden. Eine 3. Und eine 4. Dann möchte ich, dass du gleich anfängst. Dann fange ich gleich an. Jo, auf ein gutes Spiel. Ja, auf. Ja, auf geht's. Ja, mal gucken. Oh, Conny auch am Start. Grüß dich. Fängt schon an. Jo. Alles mach mal klar, ruhig. Dann möchte ich als normales Schauen Küchendrachenmädchen beschwören. Jo. Dann darf ich mir ein Drachenmädchen kein Monster von Deck auf die Hand nehmen und darf dann eins von der Hand auf den Friedhof legen. Ja. Das würde ich dann gerne einmal machen. Drachenmädchen spiele ich immer ungern gegen in Master Duel. Ist jetzt relativ neu da, ne? Ne, schon länger. Gibt's eigentlich fast seit Anfang an da. Habe ich mir dort mal testweise gemacht, um zu gucken, wie das funktioniert. Ja, das läuft da sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich da auch Respekt vor. Ich habe auch ein bisschen Anlaufleiter-Deck, aber in der dritten Runde fängt er an. Ja. Dann nehme ich sie. Jo. Nehme ich mir dann auf an und lege die auch direkt ab. Ist okay. Das kann ich noch nicht. Dann würde ich einen Fehler machen. Passiert. Einmal den Effekt von Drachenmädchen Rentnerwachs machen. Genau, die kann ich von Hand ablegen und ein Drachenmädchen Monster der Stufe 4 von Hand spezialbeschwören. Okay. Das wird dann einmal sie sein, da ich den Effekt von ihr verkackt habe. Dann lege ich eine Karte verdeckt und beende mein Spiel. Alles klar. Drawface. Standby Face und Main Face. Ich starte mal ganz simpel mit einem Raigeki. Zerstört alle Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite. Das kommt gut. Dann möchte ich aus meiner Hand Spezial beschwören. Tennigeist Nada. Die kann ich Spezial beschwören, wenn ich nicht Effektmonster, wenn ich keine Effektmonster nehme oder nur nicht Effektmonster. Ja. Ist die Beschwörung okay? Genau. Okay, dann mache ich eine Link 1 Beschwörung. Den Mönch hätte ich nie, genau. Dann aktiviere ich die Karte Medium für den Drachenzyklus. Wenn ich ein Würmmonster, ich kann ein Würmmonster vom Deck auf den Friedhof legen und falls ich aus dem Effektmonster rumlebe, kann ich mir meine Hand ein Tenny-Monster mit dem unterschiedlichen Namen vom Deck der Hand hinzufügen. In Ordnung. Den Stanner rein. Und mir selber gönne ich Vishuda. Dann möchte ich ja mal specialen. Ist in Ordnung. Und eine Link 1 Beschwörung machen. Mönche Tenny. Dann aktiviere ich den Friedhofseffekt von Vishuda. Ich kann ihn verbannen, wenn ich einen Effektmonster kontrolliere oder eine gegnerische Karte auf dem Spielfeld wählen. Ich wähle die und die kommen dann zurück auf die Hand. Das muss ich akzeptieren. Okay. Können die denn noch alle was? So am Friedhof nicht. Ich glaube nicht, ne? Nur irgendwie die Fallenkarten, ne? Ja, richtig. Die können auf dem Feld, wenn die vom Friedhof beschwören. Okay. Dann werde ich noch eine Normalbeschwörung durchführen. Leuchtend schwarzes C-Kommando. Das C im C-Kommando steht für Christian. Und ich aktiviere den riesigen Spielplatz. Kennst du die Karte? Nein. Nicht. Während der Schadensrechnung, falls einer von uns beiden Kampfschaden erhalten würde, kann ich den zu 0 machen und kann stattdessen ein
Insektenmonster Stufe 4 Liga vom Deck auf den Friedhof legen. Wenn es ein normales Monster ist, dann kann ich so viele Monster mit dem Namen vom Deck, dem Friedhof oder der Hand spezial beschwören. Okay, ja. Dann, dann würde ich mal in die Battleface gehen. Ja. Und ich greife dich direkt an mit Mönchet Henny. Mhm. Möchtest du was aktivieren? Ich kann nichts. Nee. Okay, dann im Damage Set mache ich den Schaden zu 0. Richtig. Und ja. Lege dafür etwas in den Friedhof rein. Nämlich meinen Insektenritter. Und da das ein normales Monster Stufe 4 und Neger ist, darf ich so viele davon spezial beschwören, wie ich kann. So, Insekteninvasion. Den selber sogar auch, okay. Also wie gesagt, außer Hand, vom Deck oder vom Friedhof. Mhm. Sollte es eigentlich ja. gewesen sein. Ja. Dieser hat angegriffen für 1000, genau. also war ja dann zu 0. Dann greift die an für 1000. Ja. Eins nach dem anderen hier. Dann direkt für 2000. Ja, und die restlichen sind ja 5700. Ja, das dann zieh ich die auch noch ab. Wenn du nichts mehr hast, dann war's das. Das war's. So schnell kann's gehen. Jo. Ja, genau, Insektenspray wäre jetzt nice. Die spiele ich nicht. Vielleicht, wenn das Deck mal Meta wird oder so. Ballpark Turbo. Habe ich nicht. Ich habe tatsächlich eins, aber ich denke, ich werde ich es benutzen. Ich denke, ich werde es benutzen. Nee, doch noch nicht. Ich bin ein bisschen unentschlossen heute. Ich glaube, die nächste Runde würde ich dann auch nochmal anfangen wollen. Das ist okay. Mhm. Schöne Hüllen übrigens. Ja. Ich würde dann Salon-Drachenmädchen beschwören. Jawohl. Und darf auf die Beschwörung ein Drachenmädchen-Monster von Deck auf den Friedhof legen. Okay. Muss das ein Monster sein? Nee, eine Karte. Dann ändert er doch. Dann würde ich Wechsel der Drachenmädchen auf den Friedhof legen. Mhm. Oh, der rotäugige Schmied ist am Start. Schön, dass du da bist. Ramis. Dann würde ich den Effekt vom Wechsel der Drachenmädchen aktivieren und ein Drachenmädchen-Monster vom Feld auf die Hand nehmen und dann darf ich sie vom Friedhof auf die Hand nehmen. Okay. Dann würde ich die auch direkt aktivieren. Mhm. Darf ich mir ein Fusionsmonster von Typ Drache beschwören und Fusionsmaterial dafür von Hand oder Feld auf den Friedhof legen. Okay. Das ist dann einmal ein Drachenmädchen-Monster und ein Drachenmonster Stufe 5 oder höher. Jo. Für Drachenmädchen Sua. Die kann einen Effekt annullieren, die Aktivierung oder den Effekt einer Karte und dann die Karte zerstören. Und einmal in der Standby-Phase darf ich ein Drachenmädchen Monster Stufe 9 oder niedriger vom Friedhof spezial beschwören. Alles klar. Das geht auch in deine. Dann setze ich zwei Karten verdeckt und gebe ab. Okay, dann Draw Phase. Ja. Standby Phase. Dann aktiviere ich den Effekt. Ich beschwöre ein Drachenmädchen Monster von Friedhof spezial. Von, sie macht das, ne? Genau. Während der Standby-Phase, yo. Dann einmal der Effekt von ihr. Ja. Wird dann wieder eine Karte am Friedhof schmeißen. Okay. Jetzt ist der Salon. Da habe ich. Einmal langsam.
Kann die Zauberkarte noch was im Grave? Die kann ich mir nur auf die Hand nehmen, wenn nicht die andere Mädchenmonster auf die Hand nehmen. Mehr können die nicht. Okay. Ja. Gut, gezogen habe ich. Standby Phase ist gerade. Dann gehe ich in meine Main Phase. Ja. Und werde erstmal ein Monster tributieren für meinen Kaiju. Ja, kann ich nicht annullieren. Richtig, das startet keine Kette. Dann werde ich anschließend Spezialbeschwören. Na, hat er. Aus meiner Hand, weil ich keine Monster habe. Keine Effektmonster. Ja. Ist ein aktivierter Effekt in der Hand. Ja, den kannst du beschwören. Gut, noch was auf die Beschwörung? Nein. Okay, dann Link 1. In den Mönch der Tenny. Auf die Beschwörung aktiviere ich, glaube ich, was. Und zwar Drachenmädchen Putzaktion. Was kann das denn? Wähle ein Drachenmonster auf meiner Spielfeldseite und darf dann eine Karte auf deiner Spielfeldseite oder in deinen Friedhof wählen und werden beide Karten auf die Hand genommen. Okay. Dann wähle ich einmal sie und ihn. Okay. Gut, gut. Ich normal beschwöre. Leuchten schwarz C-Kommando. Ja. Dann aktiviere ich Medium für den Drachenzyklus. Darf wieder ein Würmmonster reinlegen und dann anschließend ein Tenny-Monster meiner Hand hinzufügen. Ja. Ja, dann würde ich einmal den Vishuda Spezial beschwören. Ja. Beschwörung okay? Ist in Ordnung. Link 1. Das sind auch nicht. Auf einen Mönch. Dann aktiviere ich den KFF-Eck von Vishuda und wähle den Kaiju. Das ist in Ordnung. Dann hätte ich den bitte einmal wieder zurück. Ja. Dann gehe ich in die Battle Phase. Ja. Kann die Karte was im Friedhof? Ja, die kann ich in meiner Runde aus dem Spiel entfernen, um ein Drachenmädchen Monster Stufe 4 oder niedriger von Friedhof Spezial zu beschwören. Ah, okay. Das glaube ich, oder irgendein Drachenmonster. Nee, muss irgendeins. Kommt dann aber in der Endphase wieder auf die Hand. Okay. Ja, wie gesagt, Battle Phase. Ja. Ich greife die an für 1000. Ist in Ordnung. Und nochmal für 2000. Okay. Jo, und dann ist das schon Endphase. Drawphase. Standby. Dann gehe ich in die Main. Mhm. Dann. Eben überlegen, was ich mache. Einmal. Für Normalbeschwörung. Salondrachenmädchen. Jo. Ich spiele nur noch die. Und dann will ich mir ein Drachenmädchenmonster von Deck auf dem Friedhof legen. Okay. Wähle ich. Dann aktiviere ich Torisches Begräbnis. Ist okay. Ich bin ein Monster am Friedhof. Was kommt jetzt wohl? Ich bin gespannt. Küchenmädchen. Aha. Was kochst du dir zusammen? Ja, wahrscheinlich Fusionsmonster. Ist heute im Angebot. Da ist ein Kaiju auf der Hand, da will ich mir selber ins Bein schießen. Dann aktiviere ich einmal die Putzaktion. Ich muss mal gucken, was genau.
Ja, genau, ich entferne die aus dem Spiel und darf mir irgendein Drachenmädchen von Deck auf das Spezial beschwören, vom Friedhof. Okay. Und am Ende der Runde kommt die auf meine Hand. Jo. Und da wähle ich... die Küche. Ja. Auf den Beschwörungseffekt darf ich mir jetzt ein Drachenmädchen-Monster von Deck auf meine Hand nehmen und dann eins von der Hand auf den Friedhof nehmen. Okay. Rentnerwachskeks. Oh nein. Schön, dass du da warst, Aramis. Schönen Abend noch. Nehme ich eine Drachenmädchen Hünke auf der Hand und leg die auch direkt am Friedhof. Ja. Dann aktiviere ich Spiegel des Drachen. Das ist irgendwas mit Fusion, ne? Ja. Und das Material vom Friedhof. Nur vom Friedhof. Indem du das auf die Fusion von deiner Spielfeldseite oder deinem Friedhof verbannst. Jo. Fünfköpfiger Drache. Nein, du hast ja Kaiju. Obwohl. 2, 3, 4, 5. Ne, du hast Kaiju, deswegen. Ne, das wird doof. Ich nehme Sua. Da ist sie wieder. Dann würde ich in die Battle-Phase gehen. Okay. Dann aktiviere ich einmal den Effekt von Salon-Drachenmädchen. Ja. Die kann ich mir auf die Hand nehmen und ein Stufe 8 Drachenmonster, Drachenmädchenmonster vom Friedhof oder Handspezial beschwören. Okay. Ich mir den Gonza und dasselbe kann sie auch. Ja. Auch Stufe 8 für Winke. Dann gehe ich einmal in die bleibe ich in der Battle-Phase. Jo. Dann greife ich mit 2700 einmal dein C an. Auf mein C. Das würde mir wehtun, wenn ich nicht tatsächlich was im Friedhof hätte. Nämlich kann ich aktivieren den Effekt von Tennygeist Nahta, wenn er im Friedhof liegt oder in meiner Hand ist und ein Nicht-Effekt-Monster und ein gegnerisches Monster kämpfen. Dann kann ich die Karte vom Friedhof auf Hand verbannen und dann verliert das gegnerische Monster bis zum Ende des Spielzugs 1500 ATK. Darauf. Das aktiviert sich auf Angriffsdeklaration. Ich das. Kann ich nur mit Schnelleffekt und Konter kann ich nur reagieren, ne? Richtig. Das hat Verband Kosten? Ja. Dann würde ich mit dem Effekt von Sua dagegen angehen. Okay, du möchtest es also annullieren, ne? Genau, den Effekt annullieren, die Karte zerstören. Da den Friedhof ist, wird die nur annulliert. Ja. Die wird dann wieder ins Extra-Deck gemischt und dafür kann ich mir dann Haus mit Drachenmädchen von Extra-Deck Spezial beschreiben. Jo. Da ist sie. Jo, dann geht's ja jetzt weiter, ne? Ich krieg genau. 700 Schaden. Richtig. Okay, Schaden für mich. Da jetzt, was kann sie nochmal? Einmal in der Standby-Phase, dasselbe wie Sua, nur dass ich mir ein anderes Drachenmädchen wählen muss. Und dann darf ich ein Drachenmädchen-Monster spezial beschwören vom Friedhof, was eine Stufe höher oder weniger hat, als das Monster, was ich gewählt habe. Aber nur in der Standby-Phase, ne? Genau. Und sobald ein Drachenmädchen-Monster von Feld auf die Hand kommt, einmal pro Runde, darf ich eine Karte auf deiner Spielfeldseite wählen, ein offenes Monster. Ja, ein Monster wählen und es zerstören. Okay. Sie kann aber nicht zurück auf die Hand geben, ne? Sie gibt nicht auf die Hand, nein. Ja. Okay, dann würde ich tatsächlich jetzt noch einen Friedhofseffekt aktivieren. Da du meinen Nicht-Effekt-Monster kontrolliert zerstört hast, kann ich Sterne aus meinem Friedhof verbannen. Ja. Und dann kann ich das zerstörte Monster wieder spezial beschwören und dann kann ich ein Monster auf dem Spielfeld vom Gegner wählen und das zerstören. Das ist fies. Ja. Möchtest du was auf den aktivierten Effekt anketten? Nein. Okay, dann kommt dieser einmal zurück und zerstöre sie dir. Okay. Mhm.
dann würde ich den Angriff fortführen. Mhm. Und wird der C trotzdem kaputt machen. Ah, alles klar. Weg ist es. Am Ende meiner Battlephase würde ich mir einmal Hunker auf die Hand zurückgeben und ein Drachenmädchenmonster der Stufe 3 Spezialbeschwören. Jo. Dann gebe ich den Salon. Und dasselbe mit ihr auch. Mhm. Hier auf die Hand, Stufe 3. Da habe ich schon aktiviert und dann beende ich. Alles klar. Draw Phase. Standby Phase und Main Phase. So. Die sind, glaube ich, ziemlich böse, wenn ich in die Battle Phase gehe. Am Beginn würde ich sie ganz hier vorne zurückgeben und dann siehst du es schon. Okay. Die machen beide dasselbe, ne? Genau. Hier wird immer 5 Stufen, ne? Also Stufe 2 beschwören 7, sie 8. Okay, aber die machen beide nichts, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, richtig? Das ist korrekt. Okay, haben auch gleich viel Verteidigung, gleich viel Angriff. Gut, so jetzt meine Draw Phase, Standby Phase und dann die Main Phase. Ich tributiere dir diese mal. Ja. Dann hast du wieder einen tollen Kaiju da. Freut mich. Dann werde ich normal beschwören. Das Resonanzinsekt. Die kann. Also, wenn auf den Friedhof gelegt wird, vom Spielfeld, kann ich mir eine Stufe 5 oder höher Insektenmonster vom Deck dann hinzufügen. Mhm. Und falls er verbannt wird, kann ich ein Insektenmonster vom Deck auf den Friedhof legen. Da würde ich aktivieren einmal Pause der Drachenmädchen. Jawohl. Wenn ich ein Drachenmädchen. Also ich kann ein Drachenmädchenmonster wählen und dann eins der folgenden Effekte kontrollieren. Einmal das gewählte Ziel auf die Hand zurückgeben und eine Karte von deiner Spielfeldseite hier auf die Hand zurückgeben. Okay. Und einmal dasselbe mit einer Zauber- oder Falle. Jo. So, einmal mit Monster und einmal mit der Zauberfalle. Dann will ich mir die auf die Hand nehmen. Jawohl. Und du kriegst das Insekt auf die Hand. Na dann. Ach, die ist ja permanent. Die ist permanent. Alles klar. Dann würde ich an der Stelle direkt mal meinen Spielzug beenden. Okay. Sturfaser. Mainfall, Standby und dann Main. Dann beschwöre ich einmal Küche. Jo. Dann aktiviere ich Effekt, mir eins auf die Hand und lege eins am Friedhof. Da einmal die Küchenschwester. Die will ich mir auf den Friedhof legen. Dann aktiviere ich einmal Gastfreundschaft. Jo. Das heißt, ich darf mir ein Drachenmädchenmonster vom Friedhof Spezial beschwören. Mhm. Und dasselbe, also ein Drachenmädchenmonster mit derselben Eigenschaft, aber andere Stufenzahl von Deck und Friedhof. Geben. Jo. Dann nehme ich mir der Krankenschwester und lege mir Rentnerwachskäse auf den Friedhof. Das dann weiß ich jetzt nicht. Dann aktiviert sich der Effekt von Krankenschwester. Jo. Wenn die Spezial beschworen wird, darf ich mir ein Drachenmädchenmonster vom Friedhof Spezial beschwören. Okay. Und das mache ich dann einmal mit Salon. Und ich mir dann wieder einen Drachen und eine Karte auf dem Friedhof. Da würde ich dann eine Kurzaktion nehmen. Ja, ich denke, ich werde das Duell einfach aufgeben, weil ja. Du wirst mir gerade zu mächtig. Ja, gut. Auf in die nächste Runde. Phone like every other second.
So, ich hoffe, das geht was. Ja, die Leute sind schon stark am Spekulieren, was die Bandes angeht. Mhm. Wann kommt sie? Kommt sie noch diese Woche oder nicht? Haben die ja angekündigt. Die haben nichts angekündigt. Sie sagt, die kommt in ein paar Monaten. Okay. Oder in einigen Monaten oder so ähnlich. Ich bin auch gespannt, was die jetzt. Ich möchte, dass du anfängst. Okay. Alles klar, das ist höchst interessant. Mhm. Drawface, Standby Face und Main Face. ich spiele Zauberschwöre, wie Shooter. Ja. Link 1. In den Mönch. Ist die Beschwörung okay? Ist in Ordnung. Gut, dann aktiviere ich den Effekt von wie Shooter. Und möchte dir gerne diese Karte zurück auf die Hand geben. Mhm. Dann. Normal beschwöre ich Insektenritter. Ist die Beschwörung okay? Das ist in Ordnung. Alles klar. Dann aktiviere ich noch einen riesigen Spielplatz. Ja. Dann gehe ich in die Battle Phase. Dann aktiviere ich den Zwillingstritt. Typhoon. Für den Kosten einer Karte darf ich bis zu 2 Zauber oder Fallen auf dem Feld zerstören und ich nehme dann Spielplatz. Alles klar. Weg ist er. Ja, trotzdem Battleface. Genau. Ich greife dich an für 1000. Ja. Und direkt für 1,9. Okay. Mainphase 2. Und Endphase. Dann ziehe ich. Standby. Main. Dann setze ich eine Karte Verdeckung zu Ende. Okay. Drawphase. Standby-Phase und Mainphase. Ich werde einen weiteren Vishuda-Spezial beschwören. Ja. Beschwörung okay? Das ist in Ordnung. Dann möchte ich gerne. Nee, gerade geht er meine Runde gar nicht. Nee, ist okay. Okay, dann Link. Auf einen weiteren Mönch. Beschwörung okay? In Ordnung. Dann aktiviere ich ihn noch einmal und wähle die verdeckte Karte. Kriege ich auf die Hand. Dann eine Link 2 Beschwörung. Auf die Schamanin der Tengi. Ich aktiviere ihren Effekt. Ich werfe ein Monster ab oder eine Karte ab, darf dann ein Würm in meinem Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Ich wähle den Mönch. Ja. So, bin aber für den Rest des Spielzugs eingeschränkt auf die Effekte von Würmmonstern. Und das ist mir aber, glaube ich, relativ egal. Normalen Monster. Jo. Wie viel habe ich denn jetzt? 2900? 4000. Okay, dann kann ich noch normal beschwören. Ein leuchtend schwarzes C-Kommando. Der wird reichen. Dann gehe ich in die Battle Phase. Ja. Greif dich an für 1000. Nee, nicht 1001. 1000. So. Dann 1,6. Ja. Und dann 2000 zum Schluss. Okay, dann wart. Vor Game.
Ja, das war das Tenny Ballpark Deck. Ja. Mal gewonnen gegen Drachenmädchen. Wunderbar gespielt. Ich habe gesehen, du hast jetzt nicht die allerbeste Hand gehabt. Viele Zauberkarten. Nee, richtig. Ja, Monster sind überbewertet, habe ich gehört. Ja, aber hat meine Strategie ausgekontert, weil ich habe noch so einen tollen Lava-Golem gehabt, um mich zu nerven. Ja, ich bedanke mich für das tolle Duell. Ja, ich mir auch. Ja, und wir bedanken uns auch fürs Zuschauen da draußen. Richtig, danke. Toll, dass ihr mit dabei wart. Falls auch ihr mal mitspielen wollt, dann könnt ihr euch Tickets holen auf trash-online.de. Decks gibt's auf Cardcluster. Ich heiße zum Beispiel Stu10Kerl. Hast du einen Cardcluster-Account? Nein, nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen. Tschüss.